Herzlich willkommen hier aus dem Café Franz. Heute die erste Stunde Mattentraining. Und zwar, es geht darum, relativ einfacher Beginn, reine Mobilisationsübungen, zuerst in Rückenlage, danach in Bauchlage. Also ihr werdet bestimmte Teile aus dem Yoga, aus dem Pilates erkennen. Ich werde relativ viel dazu sagen und wie gesagt, wieder Kraftanteile oder den Flexibilitätsanteile werden erstmal rausgenommen. Es geht um die reine Mobilisation an sich. Und wir beginnen jetzt direkt erstmal mit der Rückenlage. Ich werde relativ viel dazu sagen. Ich weiß, es sind super viele Informationen, aber wir werden nach und nach in den Folgeeinheiten wieder genauer darauf eingehen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mit dem Mobilisationsprogramm in Rückenlage. So, in Rückenlage angekommen, beginnen wir erstmal mit der Streckung. Dafür die Arme langsam gestreckt in Richtung Kopf, weiter in Richtung Mattenboden wandern lassen und versuchen, die Arme gestreckt zu lassen. Beide Arme sollten ungefähr dieselbe Entfernung haben zum Boden. Die Lendenwirbelsäule, wie ihr seht, könnt ihr vernachlässigen. Ist wahrscheinlich auch noch leicht in einem Hohlkreuz. Es geht jetzt erstmal nur darum, die Brustwirbelsäule zu überstrecken, das Kinn leicht in Richtung Brustkorb zu ziehen, Halswirbelsäule wird überstreckt. Und wir halten erstmal nur die Position. Relativ einfache Streckübung, unterstützt durch die Schwerkraft. Dann wandern wir mit den Armen wieder langsam in Richtung Decke nach oben. Drehen die Handinnenseiten zueinander und legen die Arme seitlich links und rechts im 90-Grad-Winkel gestreckt neben dem Rumpf ab. Und jetzt öffnet ihr schon zum ersten Mal ganz leicht euren Brustkorb. Halten die Position ganz kurz. Um jetzt die Streckung in der Wirbelsäule etwas zu vergrößern, gehen wir mit beiden Beinen in die Beuge, stellen die Füße auf, kippen das Becken, drücken jetzt die Lendenwirbelsäule nach unten. Dann wandern wir langsam mit den gestreckten Armen in Richtung Kopf am Boden entlang nach oben, positionieren den Kopf nochmal neu, ziehen das Kinn in Richtung Brustkorb und halten. Und jetzt haben wir eine Komplettstreckung über die ganze Wirbelsäule. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Halten wiederum ganz kurz diese gestreckte Position. Wandern wieder langsam mit den gestreckten Armen in Richtung Decke nach oben. Drehen die Handinnenseiten zueinander. Und legen jetzt die Arme seitlich in Y-Position ab. Y-Position bedeutet, Zugspannung in der Brustmuskulatur, hier in diesem Bereich, steigt direkt weiter an. Von der Streckung wandern wir jetzt beim nächsten Mobilisationsablauf zur Rotation in der Brustwirbelsäule. Dafür zusätzlich Füße, Sprunggelenke, Kniegelenke möglichst aneinander nehmen. Und dann kippt bitte langsam mit den gebeugten Beinen dynamisch von links nach rechts. Und wie immer bei den Mobilisationsübungen, achtet mir darauf, dass ihr am Anfang gar nicht so weit in die Außenbewegung geht, sondern nach und nach die Bewegung erhöht. Achtet auch darauf, dass beide Arme den Kontakt nicht verlieren zum Mattenboden. Und jetzt versuchen wir mal mit den gebeugten Beinen auf die linke Seite zu kippen. Achtet bitte auf den rechten Arm, sollte den Kontakt weiter halten. Zusätzlich auch das rechte Schulterblatt. Und jetzt versucht man mit der Atmung weiter in die Außenrotation zu fallen. Tief einatmen. Und ausatmen. Und ihr merkt, wie ihr nach und nach mit Hilfe der Atmung weiter in die Außenbewegung kommt. Dann kurz die Position halten. Wie gesagt, wir befinden uns noch im Mobilisationsprogramm. Jetzt noch gar nicht in die Dehnung oder Flexibilität gehen. Dann wechseln wir langsam die Seite.
Kippen mit den gebeugten Beinen auf die rechte Seite. Achten auf die Ausgleichbewegung links. Der linke Arm hält weiterhin den Kontakt. Und wir arbeiten wiederum mit der Atmung. Tief ein und tief aus. Und ihr merkt, wie ihr mit dem Ausatmen immer weiter in die Rotation kommt. Dann langsam wieder zurückkommen. Lösen die Spannung, legen die Hände auf den Bauch und konzentrieren uns rein auf die Lendenwirbelsäule. Ihr seht jetzt, ich bin im Hohlkreuz. Durch das Beckenkippen kann ich das Hohlkreuz vermeiden. Drücke praktisch die Lendenwirbelsäule gegen den Boden. Reine Mobilisation in der Lendenwirbelsäule. Wir versuchen direkt die Atmung mit der Bewegung zu verknüpfen. Einatmen, Becken kippen, ins Hohlkreuz drücken, ausatmen, Becken kippen, Lendenwirbelsäule gegen den Boden drücken. Einatmen, anheben, ausatmen, absenken. Einatmen, anheben, ausatmen, absenken. So, ein kleiner Vermerk. Wenn ihr die Lendenwirbelsäule gegen den Boden drückt, hat das Auswirkungen auf die Halswirbelsäule. Deswegen versucht zusätzlich, das Kinn in Richtung Brustkorb zu ziehen. Und jetzt merkt ihr direkt wieder die Streckung, wie wir sie am Anfang auch hatten. Nochmal einatmen, anheben, ausatmen, gegen den Boden drücken. Wir wandern mit dem Mobilisationsablauf ganz kurz in Richtung Halswirbelsäule. Dafür die Hände auf den Bauch legen, Lendenwirbelsäule bleibt gegen den Boden gedrückt und wir beginnen mit der Rotation in der Kopfposition. Langsam auch hier wieder von links nach rechts mit dem Kopf drehen. Ganz langsam, nicht zu schnell, auch nicht direkt in die Endpositionen gehen. Langsam von links nach rechts. Dann kommt in die Mittelposition zurück. Denkt immer daran, Lendenwirbelsäule bleibt weiterhin gegen den Boden gedrückt und wir ziehen das Kinn in Richtung Brustkorb und halten mal für 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lösen leicht wieder die Kopfposition und wenden uns wieder der Lendenwirbelsäule zu. Also ihr merkt schon, die Lendenwirbelsäule hat in diesen Mobilisationsübungen einen hohen Anteil. Beginnen damit, dass wir das linke Bein gebeugt in Richtung Rumpf ziehen, nehmen dazu beide Hände an unser Kniegelenk, achten wieder auf die Kopfposition. Gerne wird der Kopf gestaucht, da müsst ihr dagegen arbeiten. Also versucht, das Kinn in Richtung Brustkorb zu ziehen. Dann stellen wir das linke Bein gebeugt auf, wechseln die Seite, ziehen das rechte Bein gebeugt in Richtung Rumpf nach oben, halten auch hier wieder die Spannung. Alles geht auf die Wirbelsäule, genauer gesagt in die Zugspannung. Dann zusätzlich beide Beine nehmen, macht euch mal ganz klein und wippt langsam von links nach rechts. Zusätzlich nochmal beide Beine gebeugt aufstellen, das linke Bein gestreckt in Richtung Decke nach oben nehmen, Hände an die Oberschenkelrückseite nehmen und langsam das gestreckte Bein in Richtung Rumpf ziehen. Zugspannung, Oberschenkelrückseite und halten. Dann langsam lösen, wechseln direkt die Seite, rechtes Bein strecken und leicht in Richtung Rumpf ziehen. Ganz wichtig, nicht gebeugt, sondern ihr müsst das Bein in die Streckung nehmen.
Dann das Bein gebeugt aufstellen. Beide Beine gestreckt ablegen. Arme strecken. Nochmals ganz lang machen, in der Streckposition bleiben. Und vielleicht seid ihr jetzt schon 1 bis 2 Zentimeter länger. Damit hätten wir jetzt den ersten Ablauf in Rückenlage hinter uns gebracht. So, eine wichtige Sache. Wie komme ich von der Rückenlage in die Bauchlage? Am besten dann auch noch rückengerecht. Dazu 2 Optionen. Entweder ihr streckt die Arme, macht euch nochmals ganz lang, wandert mit den Armen in Richtung Füße, um den Schwerpunkt zu verlagern, rollt euch auf und kommt in den Landsitz nach oben. Das wäre die erste Option. Wieder langsam abrollen. Zweite Möglichkeit wäre wie folgt. Ihr nutzt den Schwung, zieht das rechte Bein gebeugt an, hebt das linke Bein an und geht mit Schwung in den Langsitz nach oben. Dann kommt die Drehbewegung in den Vierfüßlerstand und von dem Vierfüßlerstand kommen wir langsam in die Bauchlage. Bauchlage, ganz wichtig. Die Stirn bitte auf euren Händen vor euch ablegen. Blick geht in Richtung Mattenboden, unterstützt die natürliche Position. Und damit sind wir beim zweiten Mobilisationsablauf angekommen. Mobilisation in Bauchlage und im Vierfüßlerstand. Erstmal die Beine etwas breiter auseinandernehmen und langsam vom linken Beckenknochen auf den rechten Beckenknochen wippen. Löst die Spannung im Beckenboden etwas. Die Rotation kommt aus der Brustwirbelsäule. Dann beginnen wir damit, in einen Unterarmstütz zu kommen. Und ihr seht schon, ich bin jetzt im Hohlkreuz. Auch hier wieder ganz langsam, unkontrollierter vom linken Beckenknochen auf den rechten Beckenknochen wippen. Die Lendenwirbelsäule wird jetzt dabei gestaucht, die Bandscheiben etwas von eurem Spinal- oder Nervenkanal weggedrückt. Dann das Becken fixieren. Auch hier arbeiten wir wieder mit der Atmung. Einatmen, ausatmen und in das verstärkte Hohlkreuz drücken. Und ihr merkt richtig, wie ihr mit dem Ausatmen noch weiter ins Hohlkreuz fällt. Dann wieder langsam in die Bauchlage ablegen, Hände unter die Schultergelenke positionieren, Bauch anspannen, in den Vierfüßler nach oben drücken. Beim Vierfüßlerstand oftmals das Problem Knieschmerzen. Wenn ihr dort Probleme haben solltet, könnt ihr euch gerne eine Decke unter eure Knien ablegen. Weiter geht's. Und zwar, wir hatten gerade die Lendenwirbelsäule gestaucht. Jetzt müssen wir das Becken kippen, gehen wieder vorm Rundrücken ins Hohlkreuz und sorgen dafür, dass sich die Wirbelsäule wieder etwas auseinanderzieht. Ihr könnt euch das so vorstellen, die Bandscheiben werden wieder mit Flüssigkeit befüllt, werden wieder geschmeidig. Ähnlich wie ein Schwamm, den man unter ein Wasser hält. Dann Becken fixieren. Wir erhöhen die Zugspannung, wandern mit dem Gesäß nach hinten, legen zuerst die Stirn auf unseren Händen ab und ihr seht, dass der Rücken jetzt ganz rund ist. Vor allem dieser Bereich ist komplett gestreckt. Dann könnt ihr die Streckung erhöhen. Links und rechts beide Arme ablegen,
Stirn ablegen, macht euch mal ganz rund. Ihr seht wirklich die Zugspannung hier in diesem Bereich. Dann wandern wir mit dem linken Arm, den rechten Arm nach vorne, heben das Gesäß an, legen die Stirn wieder ab. Jetzt kann es sein, dass ich im Hohlkreuz bin. Sollte nicht der Fall sein, deswegen Becken wiederum kippen und aus dem Hohlkreuz rausdrücken. Jetzt habt ihr wieder eine Zugspannung im kompletten Rücken. Und halten. Dann wandern wieder langsam in den neutralen Vierfüßlerstand zurück. Wir kommen zur Seitneigung in der Wirbelsäule. Relativ einfach. Dreht bitte den Kopf auf die rechte Seite. Schaut seitlich am Rumpf nach hinten vorbei. Dadurch erzeugt ihr eine Seitneigung in der Wirbelsäule. Jede Seite zweimal. Würde man jetzt von oben auf mich schauen, würde man wunderbar die Seitneigung sehen. Dann Rotationsübung nochmal. Wir legen die linke Hand auf den Handrücken, wandern mit der linken Hand nach außen unter dem rechten Stützarm hindurch und legen die linke Schulter ab. Jetzt seht ihr wunderbar die Rotation in meiner Wirbelsäule. Wechseln langsam die Seite. Rechte Hand drücken. Mit dem rechten Arm unter dem Stützarm hindurch. Rechte Schulter ablegen, Kopf ablegen. Und wir halten wieder. Kommen wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Gehen nochmals in die Bauchlage und legen uns in Bauchlage nochmals ab. Das war der Ablauf in Bauchlage, von der Bauchlage in den Vierfüßlerstand und wieder zurück. So, von der Bauchlage in den Stand. Ganz wichtiges Thema, rückengerecht aufstehen. Mehrere Abläufe werden dafür benötigt. Und zwar, ganz wichtig, linke Hand, rechte Hand unter den Schulterblättern platziert, Bauch anspannen, zuerst mal in den Vierfüßlerstand drücken. Dann mit den Händen in Richtung Knie wandern, dabei langsam in den Kniestand kommen. Jetzt ganz wichtig, Kreislauf kommen lassen, sonst geht es relativ schnell wieder nach unten. Dann aus dem Kniestand, Schrittstellung als zusätzliche Stütze. Linke Hand und rechte Hand auf Höhe des vorderen Fußes abstützen. Langsam das Bein nachziehen, Beine strecken. Wirbel für Wirbel nach oben hin aufrollen. Schulterblätter nach hinten ziehen. So schnell ist man dann wieder im Stand. Und dann bedanke ich mich für die heutige erste Einheit. Denkt daran, war alles nur Mobilisation, ohne spezielle Kraftteile, ohne spezielle Flexibilitätsteile. Und in der nächsten Stunde geht es dann weiter mit dem ersten Kraftteil, mit der Bauchmuskulatur. Ich freue mich auf euch. Schönen Tag, bis morgen.